endlich in der Wüste. Ich bin wieder in der riesigen Sandkiste hier in der Sahara. Gemeinsam mit Kneißl Touristik erlebe ich die Naturwunder der libyschen Wüste auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja, wir fahren jetzt also mit diesen tollen Geländeautos die Dünen rauf und runter, genießen barfuß das Gehen im Sand, suchen nach Spuren. Wir haben also schon Spuren von einem Wüstenfuchs gesehen. Jetzt schauen wir uns einmal den Sand ein bisschen näher an. Wenn wir uns das jetzt einmal mit der Lupe anschauen, die Entfernung zum Auge, die ist also sehr knapp. Und so lang muss man rangehen und dann sieht man plötzlich wirklich ein Aha-Erlebnis, die einzelnen Körner. Wir haben also, abgesehen von den Dünen, immer auf derselben Höhe diese weißen Horizonte drinnen. Das sind genau die Zeugen, die von einem gewaltigen See übrig geblieben sind. Diese Sedimente, also diese Seesedimente, die sehen wir heute auch noch. Die sind voller Fossilien, Schnecken, Muscheln, alles Mögliche findet man da drinnen. Normalerweise kommt man da her, hebt was auf, schaut herum und das war's. Ne? Ja. Und bei dir kriegt man aber mehr Einblick. Ja, das liegt einfach daran, dass mein Hauptberuf Geologe gewesen ist, oder das bin ich immer, Geologe bleibt man sein Leben lang und einfach solche Dinge anders anschaut. Dann. Wir sind jetzt hier mit unseren Kneißl-Gästen an der Stelle, wo Kleopatra seinerzeit gebadet hat. Schöner wird man nicht, weil es ist kein Eselmilch drinnen. Also ich schaue jetzt genauso aus wie vor dem Bad, aber es ist wunderbar. Ich finde es das toll, dass man in einer Oase auch schwimmen kann. Das ist warm, mitten unter den Palmen, einzigartig. Wir sind also jetzt hier im Zentrum der alten Stadt Siwa, was übrig geblieben ist nach den schweren Regenfällen 1928. Die Häuser sind sehr eng beisammen gestanden. Es gab also nicht wirklich viel Privatsphäre, war aber auch nicht notwendig, weil das meistens große Zusammenhänge der Familien gewesen sind, die hier gelebt haben. Viele meinen, es ist die schönste Oase von allen. Sie ist sicher ein absolutes Schmuckstück, weil die Häuser liebevoll wieder restauriert worden sind, auch im alten Stil wieder restauriert worden sind und wir damit den Eindruck bekommen, wie diese Stadt ausgesehen hat, als sie noch voll und ganz bewohnt gewesen ist. Die Oase Baharia hat alles, was ein Naturwunder in der Wüste so braucht. Wir haben hier einen faszinierenden See, wir haben die Palmen und wir haben Spuren der ägyptischen Antike. Einzigartig sind die goldenen Mumien von Baharia. Wir sind die einzigen Gäste hier in diesem kleinen Museum. Wir sind wahrscheinlich auch die einzigen Gäste aus dem Ausland in der ganzen riesigen Oase Baharia. Wir sind jetzt also in der Unterwelt von Baharia gelandet, in dieser farbenprächtigen Grabkammer. Wir sehen also Götter bei der Arbeit. Die Farbenpracht ist höchstwahrscheinlich nicht mehr die Originale, sondern diese Bilder sind zum größten Teil also nachgeschärft und nachgezeichnet. Nichts für große Leute. In der Plantage vom Hussein. Das ist also sein Garten. Das ist ein uraltes System an Wassergräben, die wir hier sehen, die also dazu dienen, diese Plantagen zu bewässern, nach einem ganz ausgeklügelten System. Welcome to my house. Good bon appetit. Bilhana und Schiffer. Mittagessen bei einem Oasenbewohner, das hat man auch nicht alle Tage. Jawohl. Das ist schon was Besonderes, was wir da jetzt erleben, dass wir wirklich ins Privathaus eines Ägypters eingeladen werden und dort unser Mittagessen einnehmen. Das ist etwas, was Kneißl Touristik schon besonders auszeichnet. Eine Bilderbuch-Oase, oder? Ja, wie man sich eine Oase halt vorstellt.
Die Oase Dakhla ist ein echtes Schmuckstück in der Wüste. Wir sehen also eine Menge von großartigen Gebäuden, also unter anderem einen römischen Tempel mit fantastischen Verzierungen und Dekorationen im ägyptischen Stil. Die Namen, die wir auf der Säule oben sehen, die stammen also von den Teilnehmern einer deutschen Expedition unter der Leitung von Gerhard Rolfs, einer der erfolgreichsten deutschen Forscher, der also eine große Afrika-Expedition geleitet hat, wo also das Who is Who der deutschen Wissenschaft der damaligen Zeit da war. Und wir haben eine sehr schön erhaltene Altstadt, die liebevoll restauriert wird und die uns einen Einblick in das Leben so einer Oase bietet, wie es seit Tausenden von Jahren sich kaum verändert hat. Beeindruckend ist ja auch zu sehen, wie mit einfachen Mitteln Getreide gemahlen und Oliven gepresst wurden. Dieser Kuchen aus diesen Tellern und dem Olivenbrei wurde dann ganz einfach mit dieser Spindel gedrückt und hier ist das Olivenöl ausgeflossen. Extra für uns entfacht der Dorfschmied ein Feuer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Azzun yadu. Das sind die Namen der Menschen, die hier gewohnt haben. Diese Inschrift hier sagt uns also, wann das gebaut worden ist, das Haus. Und ganz links draußen, das ist der Name des Zimmermanns, der diese Tür seinerzeit errichtet hat. Hier sehen wir eine Schule, die auch als Dorfgericht gedient hat. Auch ein heißes Bad mit Aussicht ist uns gegönnt. Im Oasenhotel warten köstliche Speisen auf uns. Ein echtes Wunder der Natur hier in Ägypten ist die Weiße Wüste. Ein einzigartiger Skulpturenpark der Natur. Die Weiße Wüste heißt Weiße Wüste, weil sie ausschließlich aus diesen weißen Kreidekalken besteht. Und diese imposanten Erosionsformen, die kommen dadurch zustande, dass starke Winde Sand mit sich führen und wie ein Sandstrahlgebläse diese Pilze, also nur bis zu einer Höhe von ungefähr 2 Metern, abtragen und darüber passiert ihnen nichts. Das heißt, wir haben ganz typischerweise diese Pilzformen mit einem dünnen Stängel und einem Hut obendrauf. Wir sind also praktisch allein hier, also Wüstenfeeling pur. Und das ist mein heutiges Hotelzimmer in der Wüste. Sicher die faszinierendste Art und Weise, in der Wüste zu übernachten. Erste Mal in der Weißen Wüste und die Übernachtung im Freien war ein einmaliges Erlebnis. Es ist einfach beeindruckend, die ganzen Formationen und der weiße Kalk, was sich da alles bildet hat. Ich war schon mal in der Weißen Wüste 2009 und weil es mir so gut gefällt, bin ich wiedergekommen. Jetzt bin ich in der schwarzen Wüste. Faszinierend, dass Wüste nicht gleich Wüste ist. Es gibt so viele verschiedene Erscheinungsformen durch die verschiedenen Gesteine. Und mit dem Experten von Kneißl-Touristik erfahren wir auch, warum das so ist. Die Gesteine in der schwarzen Wüste sind schwarz, weil da also hier Basalt ausgeflossen ist vor einigen Millionen Jahren. Also ein vulkanisches Gestein, das diese charakteristischen sechsseitigen Säulen ausbildet, die wir im Hintergrund sehen. Sechseckig sind sie deswegen, weil das ist ein idealer Kompromiss zwischen physikalischen Randbedingungen und einer geometrischen Randbedingung. Sie müssen natürlich nahtlos ineinander passen. Ja, und wir kennen dieses Phänomen mit den sechsseitigen Säulen auch von Bienenwaben. Auch da ist also die Idee dahinter, möglichst wenig Material zu verbrauchen und möglichst viel Wohnraum damit zu schaffen. Naturwunder der Wüste heißt diese Reise, aber
Es geht nicht nur in die Wüste und es geht nicht nur um Naturwunder. Nein, wir haben auch eine ganze Menge Kultur dabei. Und zwar die Kultur, die für diesen Wüstenkreis typisch ist. Hier ein Musterbeispiel, eine Nekropole aus nachchristlicher Zeit, 4. bis 6. Jahrhundert, wo Kopten begraben worden sind, aber nach ägyptischem Ritus. Die Menschen, die hier begraben sind, sind mumifiziert gewesen, aber die Grabgräber innen, die Grabstätten, sind mit Symbolen und mit Geschichten aus der christlichen Historie verziert. Diesen Tempel, vor dem wir jetzt stehen, den muss man besucht haben. Ägypten ist kurzzeitig auch von Persern beherrscht worden und einer der Perser, der also im 6. vorchristlichen Jahrhundert hier geherrscht hat, war Darius I. Und der hat diese Tempelanlage errichten lassen. Das ist die einzige persische Tempelanlage, die erhalten ist. Was wäre Ägypten ohne die Pyramiden? Darum besuchen wir auf dieser Reise auch die Städte Kairo, Alexandria und Luxor. Den Auftakt macht die quirlige Stadt Alexandria, wo wir zwischen Wohnhäusern faszinierende Spuren der Antike bestaunen. Mitten im Wohngebiet von Alexandria ist hier die größte Säule Ägyptens. Es ist faszinierend. Wir besuchen auch das Amphitheater und die moderne Bibliothek. Das ist die größte Lesehalle auf der ganzen Welt. Hier können insgesamt 2000 Leser gleichzeitig lesen. Sie besteht aus 11 Etagen, 7 davon sind fürs Lesen. Auch interessante Ausstellungen befinden sich in der Bibliothek. Ein weiteres Highlight sind die Katakomben von Alexandria. Hier hat es nichts mit Christentum zu tun, sondern hier wurde ursprünglich eine heidnische Familie begraben aus der römischen Zeit, 1. Jahrhundert nach Christus. Sie wurden eigentlich nicht gebaut, sondern in dem Stein behauen. Das ist Sandstein. Ja, die Wand hinter uns erzählt eine Geschichte, die ungefähr 2000 Jahre alt ist. Die Bearbeitungsspuren der römischen Zeit sehen wir hier links im Bild noch. Das sind also typische Spuren eines Hammers, den die Römer verwendet haben, mit einem ganz langen, dünnen Stiel. Man ist hier auf Zeitreise. Spannend. Luxor, die Stadt am Nil, besichtigen wir auf eigene Faust. Der berühmte Luxor-Tempel ist bequem zu Fuß erreichbar. Nach Sonnenuntergang beginnt unser nächstes Abenteuer. Von Luxor nach Kairo mit dem Nachtzug. Am Bahnhof von Luxor erleben wir das authentische Ägypten. Unser Zug fährt pünktlich ein und der Schlafwagen ist komfortabler, als wir gedacht haben. You are welcome. And air conditions warm and cool. Ich muss sagen, der Waggon ist wesentlich komfortabler, als ich angenommen habe. Dinner time. Bye bye. Am nächsten Morgen erreichen wir recht gut ausgeschlafen die Station Gizeh in Kairo. Die Pyramiden von Gizeh, die Ikonen der ägyptischen Geschichte, stehen bei uns auf dem Programm, noch bevor die Touristenmassen kommen. Ahmed zeigt uns anschaulich, wie die Pyramiden gebaut wurden. Jeder von euch bitte holt Steine und baut neben mir hier an dieser Seite. Wir machen nicht so viel, nur ein kleines Stück von der Pyramide. Bitte holen Sie Steine und machen Sie neben mir hier. Sehr gute Arbeiter ist das hier. Diese Bautechnik, was sie damals benutzt. Leute, schaut ihr, wo wir hinter uns jetzt sind, der einzige von den alten 7 Weltwunder übrig geblieben, die große Pyramide. Wie perfekt waren die Leute damals. Menschkopf deutet die Weisheit des Mensch. Körper einer Löwe deutet die Macht des Tieres. Mich fasziniert hier die Vorstellung, dass hier 10.000, 15.000 Menschen gelebt haben,
gearbeitet haben, diese Meisterwerke geschaffen haben. Und die logistische Herausforderung, die dahinter steckt, die kann man heute noch gar nicht abschätzen. Die berühmte Totenmaske von Tutanchamun und seine Übersiedlung ins neue ägyptische Museum nahe der Pyramiden ist wohl auch eine logistische Herausforderung. Darum haben wir noch das alte ägyptische Museum in der Stadt besucht. Schließlich erwartet uns noch ein ganz besonderes Abendessen in Kairo. Feinspeisen mit Blick auf die Pyramiden.